wie kann man jetzt eigene Daten reinladen? Ja, das ist also der Rest, was jetzt noch die letzten 10 Minuten kommen wird. Wie kann man jetzt denn so Daten reinkriegen? Jetzt haben wir schon gesehen, wenn man Glück hat und die Daten, mit denen man sich beschäftigen will, hat jemand anders schon reingegeben, kann man einfach mit Load Iris reinladen. Super. Das ist natürlich schön, wenn man was über die Methoden lernen will, dann sind einem die Daten ja relativ egal. Aber wenn Sie jetzt irgendwie, was weiß ich, Theologe sind oder sowas und Sie zählen die in der griechischen Ausgabe der Bibel, wie oft der Buchstabe Alpha vorkommt oder sowas, dann erzeugen wir ja ihre Daten selber. Sie gehen dann ja selber ins Feld und haben ihre eigene Tabelle und die wollen sie jetzt irgendwie in den Computer reinkriegen, um dann jetzt dann die tollen Matrix-Multiplikationen damit zu machen. Ja, wie geht das? Ich zeige Ihnen mal so mehrere Wege auf, wie man die Daten reinkriegt. Okay? Also, das war ja der erste Weg. Da haben wir Glück gehabt, dass es dann schon da ist. Und jetzt kommen 4 Beispiele, wie man das also anders machen kann. Und ich versuche es mal auch live vorzuführen, dass es dann funktioniert. Also, erster Dingsbums, wir tippen das direkt einfach in das Python Notebook ein. Ja, das ist also eine Variante. Ich nehme halt einfach, ich tippe hier selber Zahlen ein für meine Liste von Listen. Das ist also eine Methode, wie man es machen kann. Und die ist gar nicht so doof. Warum? Weil Sie damit die Daten abspeichern, zusammen mit diesem Programmcode, den Sie da gerade schreiben. Das ist also dann ganz geschickt. Das ist an einer Stelle, wenn Sie jemandem anderen die Daten geben wollen, geben Sie dem einfach die Datei mit dem Code. Das ist irgendwie eine super Kombi. Aber natürlich nicht besonders praktikabel, wenn das jetzt irre viele Daten sind. Ja, dann wollen Sie das so vielleicht nicht machen. Oder wenn Sie die Daten von jemand anderen kriegen, der die erhoben hat, ja, von Ihrem Grad-Student, den Sie schlecht bezahlen oder sowas. Ja? Aber an der Stelle ist man halt fertig. Und das ist okay für kleine Datasets. Gut, zweites Beispiel. Wir schreiben einen Textfile, ja, auf unserem Computer. Und dazu können wir sogar Word benutzen. Ja? Das führe ich Ihnen einmal vor. Also, ich weiß nicht, ob Sie Word benutzen. Das ist jetzt so mein Klischee, was ich jetzt von Nicht-Naturwissenschaftlern habe, dass sie alle Word benutzen. Ich habe das aber auch installiert, weil das halt manchmal so ist, dass man da was machen muss. Also hier ist meine Word-Datei. Ich schreibe jetzt hier irgendwelche Zahlen hin mit Komma oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich tippe hier mal sowas ein. Hier so eine Tabelle. Das sind irgendwie Measurements. Das sind die Anzahl der Auftreten der griechischen Buchstaben in der, was weiß ich, in einem alten handgeschriebenen Text oder sowas. Das sind meine echten Daten. Und jetzt muss ich die abspeichern. Und da kann ich jetzt einfach speichern. Und dann wäre das Fileformat docx. Und docx ist jetzt ein relativ kompliziertes Fileformat. Da wird auch noch abgespeichert, wo sie fett machen, wo sie kursiv machen und so weiter und so fort. Was zentriert ist, Sachen, die uns nicht interessieren. Uns interessieren nur die nackten Zahlen. Okay? Und die nackten Zahlen kriegen Sie, wenn Sie jetzt hier unten auswählen, ich möchte gerne Plain Text haben. Ja, Plain Text ist Ihr Format, was Sie benutzen wollen. So, da oben ist jetzt auch .txt. Der Dateiname ist total kreativ gewählt aus der ersten Zeile meiner Datei und so. Da ist Word richtig schlau. Ich nehme mal einen anderen Namen, Data, und speichere das jetzt hier ab auf dem Desktop. So, abgespeichert. Die Datei ist jetzt da. Jetzt kommen noch Warnings und so, aber ich hoffe mal, dass alles gut ist. So, wird abgespeichert. So, jetzt ist die Datei abgespeichert. Wie kriege ich das jetzt rein? Wo ist denn die Datei hier? Da ist sie, das hier ist die Datei, ja, haben wir gerade geschrieben. Jetzt muss ich wieder in meinen Safari reingehen und ich gehe in diesen Homescreen, diesen Jupyter Homescreen, der auch immer mit aufgeht. Und dort kann ich sagen Upload. Ja. So, und jetzt mache ich hier Upload, klicke die Datei an, Choose. Und jetzt ist die Datei hier. Jetzt ist sie sozusagen da, wo ich gerade bin. Ja, ich habe das schon geübt, deswegen kann ich jetzt replacen. Aber die Datei ist jetzt sozusagen da, wo ich gerade rechne. Das heißt, wenn Sie im Zim sitzen, also zu Hause am Herdfeuer mit Ihrem iPad, ja, und Sie sind im Zim am Rechnen mit Jupyter, dann haben Sie den Upload dann ins Rechenzentrum gemacht. Und Ihre Datei, die Sie gerade eingetippt haben, die liegt jetzt im Rechenzentrum, in dem gleichen Verzeichnis, in dem gleichen Ordner wie Ihr iPython Notebook. Ja, und das ist natürlich toll, weil jetzt können Sie die reinladen. Und dafür braucht man einfach nur wieder den richtigen Befehl. Und ich sage Ihnen den Befehl, der heißt np, ja, kommt also aus der NumPy-Library. Warum ist das irgendwie sinnig? Naja, wir wollen ja gleich eine Datenmatrix haben. Das heißt, ich kann eine Datenmatrix machen mit np.array, aber auch mit load.txt heißt der Befehl, glaube ich. Und dann gebe ich noch als String, als Parameter an, wie die Datei heißt und schicke das Ganze ab und da sind die Daten.
Wunderbar. Aus Word importiert sozusagen. Jetzt guckt man sich das an und dann sieht das so ein bisschen komisch aus, aber das nicht nur an dieser wissenschaftlichen Schreibweise. Das hier heißt ja einfach nur mal 10 hoch 2, das heißt, das Komma muss ich hier um 2 Stellen verschieben. Hier muss ich das Komma um 4 Stellen verschieben und so weiter. Ja, wenn ich das jetzt mit meiner Word-Datei vergleiche, dann sind das wirklich diese Zahlen da. 2, 3, 4, 2, 4, das ist genau die Zahl, die ich hier reingeladen habe. Okay, so können Sie es also machen. Ja, wenn Sie also einen Assistent haben, der Ihnen eine Word-Datei vollschreibt mit irgendwelchen Measurements oder sowas, dann können Sie sich hinterher da hinsetzen und die ins Rechenzentrum hochladen und benutzen die Daten. Okay, gut, soweit so gut. Wir haben noch Zeit für ein zweites, für ein drittes Beispiel. Also andere Programme sind natürlich, auf dem Mac würde ich jetzt TextEdit empfehlen. Ja, das ist also ein Editor, der auch sehr einfach ist. Da können Sie auch irgendwie kursiv und fett machen. Sie können aber auch einfach sagen, ich möchte nur plain Text haben und sonst nichts. Ja. Oder irgendeinen anderen Editor, Emacs, VI, da gibt es einen ganzen Zoo von Editoren. Ja, das ist also, gibt es tausend Sachen. Aber Sie können, wie gesagt, auch Word nehmen oder WordPad. Ja, das kann man also auch nehmen. Gut, prima, das ist also das. Drittes Beispiel, Sie machen eine Excel-Datei. Ja, geht auch. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt schon eine vorbereitet. Mal sehen, was kommt jetzt meine Steuererklärung. Da ist Excel. Excel lädt noch. Excel ist jetzt nicht so ein schnelles Programm. Ich glaube, ich habe da schon rumgespielt und habe schon was gebastelt. Nee, habe ich leider nicht. Aber jedenfalls kann ich jetzt hier auch Zahlen eintragen. Bla, bla, bla. Ja, das sollte ich besser nicht machen. Das muss schon eine Matrix sein, sonst kommt ja natürlich mein NumPy-Programm da nicht so gut mit zurecht. So, jetzt speichere ich das ganze Ding ab auf dem Bildschirm und zwar als Excel-Datei. Okay, und ich nenne das Ganze mal data.excel. Prima, abgespeichert. Quit. Jetzt gehen wir wieder in Safari rein. Wir müssen auf diesen Homescreen gehen, neuen Upload machen. Oh, jetzt wissen wir nicht, wo die Datei gelandet ist. Na, schauen wir mal, ob ich sie hier finde. Nein. Okay, schade, müssen wir nochmal machen. Wir haben noch 3 Minuten, das vierte Beispiel schaffen wir auch noch. So, Open Recent, so, wo hat er das denn wohl abgespeichert? Egal, ich speichere das jetzt nochmal ab. Und zwar auf dem Desktop. So, Save. Safari aufmachen. So, jetzt kann ich es hoffentlich auswählen auf dem Desktop. Und da ist meine Excel-Datei, die ich gerade erzeugt habe. Ich kann sie mir, glaube ich, sogar auch anzeigen. Da sind die Zahlen also drin. Choose. Sie fragen sich natürlich jetzt, was ist denn jetzt gleich der Befehl, um eine Excel-Datei reinzuladen? Ja? Dafür brauchen wir eine kleine Toolbox, die das kann. Okay? Schauen wir uns das an. Ich habe das irgendwo hier schon gemacht. Dafür muss man Pandas benutzen. Ja, Pandas, die sind ja auch so süß und mit denen kann man ganz viel Data Science machen. Also Pandas ist eine Data Science Toolbox. Und jetzt finde ich die leider nicht mehr, wie es geht. Da muss ich das mir nochmal so zusammenstottern. Also Pandas SPD, so importiert man die. Brauche ich also eine bestimmte Library. Ja, und dann mache ich pd. Ja, wahrscheinlich read. Ist das jetzt richtig? Ja, ist richtig. Read Excel. Da sehen Sie schon, wie habe ich das jetzt hier gemacht? Ich habe read underscore, dann so Tabulator und dann zeigt er mir alle Befehle an, die in der Pandas Library drin sind. Das ist also ziemlich clever, dieses Notebook. Und da sehen Sie ganz viele verschiedene Formate. Sie sehen HDF, das ist so ein Standarddatenformat, HTML, JSON, SAS, wenn Sie das schon mal benutzt haben, SQL und was weiß ich alles. Ja, also alles, was das Herz begehrt, ist hier drin und kann man benutzen. Und wir wollen jetzt hier Excel haben, data.xl, wie ist das Kürzel davon? Weiß das jemand auswendig? XLS, so? No, XLSX, okay, da kann man natürlich nicht drauf kommen. Zack, und die Tabelle ist drin. Und die sieht sogar gut aus, irgendwie, ne? Komisch, warum sieht die jetzt so gut aus? Das liegt an dem Pandas-Programm. Ja, geben wir das mal hier einer Variable, der Variable x. So, die Variable x, die enthält jetzt dieses tolle Ergebnis, was sich sogar gut auf dem Bildschirm macht, irgendwie so mit Boldface und so Zeilen und so. Das liegt daran, dass dieses x ist ein sogenannter Data Frame. Ja?
Und ein Data Frame, der weiß nicht nur, was die Daten sind, der weiß auch noch, was an den Zeilen und an den Spalten dran steht, also die Labels. Das sieht man jetzt insbesondere hier, dass er die erste Zeile, die hat er jetzt für Labels gehalten. Deswegen ist das so reingerattert. Wir machen das nochmal. Ah, schenken Sie mir noch die paar Minuten. Ja, dann mache ich das nochmal hier, dann bla, bla, bla. Und jetzt hier oben sind diese Measurements und die nennen wir jetzt mal anders. Das eine ist irgendwie Triple A, Triple B, Triple C, Triple D. So, speichern wir nochmal ab an der richtigen Stelle. Jetzt müssen wir nochmal den Upload machen. Ist also immer auch ein bisschen tedious, Upload, Choose, Upload. Das Gute ist aber, dass wir jetzt einfach unsere Zelle nochmal ausführen, ja, und dann gucken wir, was jetzt ankommt. Und siehe da, wir haben eine Tabelle mit zwei Zeilen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist jetzt hier mein NumPy-Array? Ich will damit rumrechnen mit dem Dingen. Diese Pandas-Data-Frames, mit denen kann man auch rumrechnen. Man darf damit alles Mögliche machen. Das ist also ganz schön. Man kommt aber auch an die Rohdaten ran, indem man dann sagt, Values, x.values. Man nimmt sich also so einen Eintrag, das ist wieder ein Dictionary wahrscheinlich, ja, und da hat man dann seine Rohdaten reingesaugt. Ja. Gut, vierte Methode. Wir haben es sofort geschafft, wir sind sofort durch. Das war Excel. Hier nochmal die Details. Ja, andere Daten. Vierte Methode ist, man kann es auch direkt aus dem Internet machen. Ja, noch cooler. Ja, also hier ist das Beispiel. Wieder mit Pandas. Da gibt es so eine URL, wo ganz viele Datasets für Machine Learning sind. Das ist jetzt so eine Dataset, wo es um Rotwein geht. Ja, da werden irgendwelche chemischen Eigenschaften von Rotwein gemessen und am Ende gibt es eine subjektive Bewertung, ob der Wein gut ist oder nicht. Und das ist jetzt so eine Dataset, wo man dann mit rumspielen kann und gucken kann, ob man aus den chemischen Eigenschaften die Qualität von dem Wein vorhersagen kann. Ja, mit der ist halt ein schönes Beispiel, tolle Datei, die legt man ins Internet und die kann man jetzt hier direkt ohne irgendwie Upload und Umwege über Word oder sowas, kann man sie einfach direkt reinladen. Das heißt, an der Stelle kann nicht nur ein Dateiname stehen, sondern da kann auch so eine sogenannte URL stehen, also so eine Webadresse. Und dann lädt er das rein und ich habe die Daten. Ja, das ist so die vierte Methode, dass man eine Dataset direkt aus dem Internet lädt. Ja. Also viele Wege, die Daten reinzukriegen.